So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Mein Name ist Nils und wir spielen Roblox Resort Tycoon 2. Und wir haben hier schon wunderschöne Küche hier gerade aufgebaut. Hier mit den tollen Schubbern und hier diesen Kühlschrank und diesen zwei Herden gleich. Das ist fast ein bisschen zu viel, okay. Und dann haben wir hier viel Platz hier. Dann haben wir hier eine Spüle. Und dann haben wir hier so ein, im Zentrum, ich weiß nicht, wieso wir hier zwei Spülen haben. Na gut, dann haben wir auch zwei Herde hier. Hier nochmal der Hinweis. Ja, mein Name ist Nils und ich spiele hier auf Johnny and Friends Gaming für euch. Zum Beispiel hier eben Roblox hier zusammen mit Todd oder Disney Dreamlight Valley oder auch mal Clash of Clans. Lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Besucht mich auch auf Twitch. Hier steht es ja Twitch Johnny and Friends Gaming. Auch mal ein Like da lassen, schreibt mal einen Kommentar hier rein. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr auch ein Abo für mich da lasst. Ihr würdet mir da weiterhelfen. Und jetzt geht's weiter mit Roblox. So, jetzt gucken wir einfach mal hier rein. Die Küche ist ja schon richtig, richtig gut gelungen. Da kann man sogar hier unten reingucken, damit man sie reparieren kann, die Spüle. Richtig cool gelungen. Was haben wir denn hier? Dining Table. Oh, wir brauchen erstmal Licht. Okay, that's cool. That's really cool. Kabinett. Ein Kabinettenschrank. Oh, das ist ja nobel. Da brauchst du aber schon Bedienstete, ne? Ja, ja. Da brauchst du schon Boys and Girls, die da helfen. Das muss alles gereinigt werden. Hier haben wir das Besteck, hier haben wir die entsprechenden Gläser und hier haben wir die Teller. Ganz toll gemacht hier. Hier kann man leider nicht rausgehen, aber hier kann man rausgehen. Und guckt euch mal den Ausblick an hier. Wow, den Wasserfall hier. Dann haben wir, da kann man nicht drüber laufen. Doch, kann man aber, ja, kann man. Cool. Und dann haben wir hier den Airport hier auf der Seite und hier vorne haben wir dann unser Hauptgrundstück hier. Hier haben wir die kleine Rennanlage. Richtig toll gemacht hier. Hier haben wir das Magma Hotel, also wirklich, das Magma Hotel war echt geil. Mit dem Kino drin und dem Gaming Room, aber nicht Gaming Room als PC Room, sondern mit Schach. Und ja, richtig toll. Was haben wir denn hier? Bei Basketball. Oh, da kann man Basketball spielen. Oh, der Dropper ist aber teuer. 225.000. Ach, da kommen die. Ja, kann man da richtig spielen? Dann kann man nicht. Aber da bräuchten wir schon irgendwie eine Absicherung. Erstens, weil die Bälle, wenn einmal runterfallen, sind die erstmal weg, ne? Dann liegen die da unten irgendwo rum. Das heißt, wir bräuchten hier auf jeden Fall so eine Art Zaun. Cool gemacht. Ohne Ball. Ja, das geht hier immer ein bisschen komisch. Ach, so geht es, okay. Geht nicht, ne? Du musst zweimal auf... Ich mach das mal hier weg. Wie das mit dem Zielen funktioniert, weiß ich nicht. Okay. Das haben sie nicht gut gelöst. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Also, vor allem, wie man halt zielt, ne? Okay. Jetzt gucken wir mal weiter. Was können wir denn hier noch machen? Da innen. Ach ja, 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 richtig. Wir hatten ja hier... Oh, die Blumen sind schön, wie bei Disney Dreamland Valley. Guck mal, eine gelbe Rose. Das ist so, was ist das? Violett? Das schaut ja toll aus. Wir kriegen jetzt in der Zwischenzeit das 2,5-fache und an Geld. Das ist so ein Bonus, den man da bekommt als Faktor. Und wir bekommen 5.100 Dollars oder Krediteinheiten pro Sekunde. Das ist nicht viel, weil auch die Bauteile teilweise sehr teuer sind. Ihr habt ja gesehen, dieser Ball,
Sammler hier hat ja 225.000 gekostet. Das ist also schon ganz schön teuer. Und deswegen muss man auch ab und zu mal ein bisschen Geld farmen gehen. Oh, ja, gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch? Ja, genau, die Railings, ne? Wollte ich gerade sagen. Und schon wieder ein Pool. Ach du meine Güte, ist das ein geiles Pool. Das ist tatsächlich ein Pool. Wäre mir jetzt zu groß, ganz ehrlich. Und ich meine, ich habe hier einen Strand draußen. Das ist schon sehr extravagant. Weil Leute, da fahre ich mit dem Auto 5 Minuten. Ich habe ja den Strand in Sichtweite. Mein Gott, ist das ein geiles Spiel. Ist das ein tolles Spiel? Das Einzige, was fehlt, sind ein bisschen so die Leute. Das ist alles sehr einsam hier. Und schaut euch mal das hier an. Hier unten haben wir, warte mal. Hier unten haben wir unser Auto. Das holen wir jetzt gleich wieder. Dann können wir hier planschen. Hier planschen. Das ist so ideal für ein... Schaut euch mal oben. Das oben kann man noch ein ganzes Stockwerk drauf bauen. Das ist halt ideal für eine Schule, ne? Das ist halt ideal für eine Schule. Da können dann die Schüler hier lernen und sich hier amüsieren. Was kann man denn hier bauen? Doors. Doors? Ach, Türen. Ja, ich verstehe. Okay, jetzt haben wir wieder unser Geld zusammen, wie wir es vorhin gehabt haben. 42 Millionen, bevor wir die Autos gekauft haben. Stairs. Es geht wirklich nach oben. Oh, geil. Was ist denn unten noch? Ah ja, genau, hier war ja Decorations. Oh, das ist ja cool gemacht. Hier gleich hinlegen. Ach, da kann man sie nicht hinlegen. Warum? Haben sie das eh vergessen? Kaktusse? Na, Kaktus ist jetzt vielleicht ja ein bisschen komisch, ne? Da hätte ich dann aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier einen Kaktus in so einen Blumenkübel reinmache, hätte ich dann hier wirklich eine Vertiefung reingemacht und hätte hier gleich Erde reingemacht mit Efeu, wo nach oben geht. Okay, cool. Sehr, sehr schön. Ich bin in der Tür hängen geblieben. So, jetzt schauen wir mal nach oben. Oh, da kommt jetzt eine Palme rein wahrscheinlich. Nein, das ist der Eingang. Ja, aber was kommt dann hier rein? Ja, ein Dach. Da kommt jetzt ein Dach her. Walls. Ja, wieder alles zu nah. Ich mag es nicht, wenn es so zu ist. Oh mein Gott. Warte mal, machen wir erstmal Licht, dass wir was sehen. Das schaut ja toll aus. Also wenn ihr mal Geld habt, das mache ich mir auch mal so. Das langt ja eigentlich hier, wenn man da so Beton hermacht. Dann macht man hier noch ein bisschen Holz hin, dass das ein bisschen wärmer ist. Und dann kann man hier so Sitzflächen hinmachen und kann auch hier zum Beispiel schlafen. Am Fenster, wenn die Sonne aufgeht. Das ist so schön gemacht. Das ist der Hammer. Hier hätte ich auch noch Fenster reingemacht. Das ist unglaublich, weil man kann ja hier die Fenster reinmachen und dann kann man hier ja auch oben, ne, hat man weniger Platz. Und dann kann man ja hier so noch elektrische Jalousien davor machen. Wenn es dann zu hell ist, dann kann man es runterlassen. Richtig toll, das Spiel. Walls, das waren keine Walls. Das waren so Teppich. Ich finde auch diesen Boden so toll, weil wie gesagt, der ist hygienischer. Wir sind hier in Tropical Resort, ja, Resort Tycoon 2. Das ist hier, sieht man ja Palmen, es ist warm, bestimmt im Winter so 14, 15 Grad. Gaming Station, was, wow, endlich mal eine PlayStation 5. Career, Quick Race, Multiplayer, Settings. Oh, aber wir brauchen ein bisschen Licht, ha? Oh. Eieieiei. Okay, jetzt Neon. Ja, oh, ist das toll. Hier haben wir unseren Gaming-PC. Ich habe mir jetzt einen rausgesucht für 1700. Den würde ich mir gerne kaufen, aber ich habe kein Geld. Mit einer SSD, weil ich habe noch HDDs drin. Dann hier ein Laptop noch dazu. Dann haben wir hier einen Bildschirm hat er bloß, komisch, ne? Normalerweise zwei, aber es ist halt vielleicht leichter zu programmieren. Hier hat er sein Headset und da die Kamera, Ton,
Oh, das ist ein Skateboard. Wow, ist das cool. Und hinten jetzt, naja, gut, warte mal. Essen gibt's ja unten, ne? Unten war das Essen. Ja. Unten war das Essen. Da kann man sich dann, das ist ja fast schon wieder ein bisschen so wie Montana Black, ne? Ich hätte mir dann so einen Bereich, wo man mehr, ja, Wohnzimmer. Hier kann man dann, das wäre eigentlich nicht so richtig was für Montana Black, ne? Der hat's Geld dazu. Dann kann er hier ein bisschen Sport machen. Ich würde mir dann hier noch Hanteln her machen. Und dann irgendwie einen Weg nach unten, dass man joggen kann in der Früh. Jetzt wird es dunkel, gehen wir mal rein. Und dann hat man hier so den Empfangsraum. Oh, ist das schön hier. Richtig cool gemacht. Und dann kann man hierher gehen und kann dann nach oben gehen. Und hat hier dann, ja, so den Schlafbereich. Also schlafen wir jetzt, ja, eigentlich zum Hinsetzen nochmal. Das ist mehr so ein Community-Raum. Dann können wir hier zocken, Gaming machen. Und hier hinten Bedroom. Okay, 4 Millionen für 399. Leute, das braucht ihr nicht kaufen. Ihr kriegt so schnell das Geld zusammen. Ihr müsst halt ein bisschen langsam spielen, so wie ich. Dann ist auch immer genügend Geld da. Und ab und zu mal kurz einloggen. Ja, hier ist das Bett, na. Ohne LED. Also mit der Kiste vorne dran. Das ist eine richtig coole Idee. Das muss ich mir echt merken. Da kann man das Bettzeug reintun oder sonstige Sachen reintun. Ja, aber kein LED am Bett, ne? Das ist jetzt erstaunlich. Da kann man noch mal rausgehen. Okay. Da kann man runterspringen. Hui! Okay. Dann kann man hier so rumlaufen. Das war jetzt ungünstig. Ja, ich habe gedacht, man kommt unten raus. Warte mal, ich kann doch hier rauflaufen und dann Omi-Rumi laufen. Mal gleich mal Geld holen. Genau, dann sind wir doch aber wieder da, wo wir hin wollten. Jetzt habe ich meine 42 Millionen wieder. Cool. Das schaut so marzipanmäßig aus. Ja, heute schönes Wetter, heute gehe ich vielleicht auch mal raus. Das hier schaut cool aus. Schaut also so wie so ein kleines Bazaar. Da geht man hier so rein. Was haben wir denn hier noch? Ah, hier war nochmal ein Raum. Ah, das ist so der Damenbereich wahrscheinlich hier, ne? Aber dass es jetzt hier keine Tür gibt, das verstehe ich nicht. Da muss man jetzt dann hier raus und muss hier rein. Hier einfach eine Tür machen. Da kommt man direkt von diesem Raum. Also ich sag's ja immer, überall Türen reinmachen. Das versteht ihr? Da kann ich hier direkt. Ich kann auch direkt hier raus. Was gibt's denn hier noch? Eine gigantische Slate. Slide. Nee. Nee, oder? Eine Rutschbahn. Jetzt kommen wir in Magma Hotel raus, oder was? Ach du meine Güte, jetzt bin ich ganz unten. Wie komme ich denn jetzt wieder rauf? Das ist ja doof. Warte mal, was haben wir denn hier? Naja, das werde ich nicht schaffen hier. Heidi, Skiddo. Aber das ist ja auch egal, ich will Spaß haben. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder unten. Wir können uns mal ein Auto holen. Das war jetzt doof, weil man kommt ja. Was, wisst ihr, das jetzt noch geil wäre? Wenn es irgendeine Möglichkeit geben würde, da jetzt mit einem Aufzug einfach wieder raufzugehen. Versteht ihr? Einfach hier einen Aufzug hermachen oder so, dass ich direkt wieder rauf kann. Okay, jetzt weiß ich aber, warum er es gemacht hat. Er hat es gemacht, damit man sozusagen direkt runter kann. Und das ist ja toll, dass ich hier einfach raufklettern kann. Also ich muss schon ehrlich sagen, eins der besten Spiele,
die ich seit langem gespielt habe. Jetzt geht's nur mal weiter. Doch, hier. Doch, warte mal, hier müsste es weitergehen. Mal raufkommen ist immer ein bisschen schwer. Ja, jetzt sind wir ja wieder da, ne? Jetzt muss ich mal blöd fragen, kann ich dann da einfach rauf? Na komm. Tatsächlich. Ist das geil. Okay, Spider-Man! It's a great moment. Was kann man denn hier noch bauen? Also total cool, hier möchte ich leben. Walls, na wo? Also ich möchte so offen lassen. Weil Walls machen immer genau alles zu. Das ist, warum immer alles zu? Bei Musikstudio. Ladies and Gentlemen, das Studio, machen wir das nächste Mal. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Und ja, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Und dann bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Tschüss! Schönen Tag noch. Tschüss.